So, mal schauen, was wir denn an Farben haben. Ich weiß es nicht genau. Was haben wir denn viel? Türkis könnten wir machen, ne? Oder Veilchen, also Violett oder Rosa. Naja, dann nehme ich lieber Violett. Da brauche ich auch nicht so viele von. Aber da muss ich noch ein paar Sachen verbrennen. Ach, das ist doch nicht wahr hier. Dann mach mal so und dann gib mir mal hier so ein paar Sticks davon. Ich habe ja nicht mehr was. Ich kann ja nichts anderes machen. Ich warte nur, dass das Material hier alles fertig wird. So. Ja, genau. Jetzt Eisen war gestern. Jetzt kriegst du die Errungenschaften jetzt noch. Schauen wir gerade, weil die alle wieder gelöscht worden sind, weil ich den Ordner natürlich weggesetzt habe. Ja, hier fehlt auch alles. IC2 fehlt wieder komplett. Ja, okay, das ist doch nicht wahr. Was ist das denn? Binds of Plenty? Ne, das ist Binds of Plenty. Blumenkind. Das scheint... Ja, Beginning to the Nature. Benötigt Binds of Plenty. Habe ich doch... Ah, egal. Lass es sein. Lass es sein, so. Wolle, da brauche ich aber auch nur 6 Stück von. Will ich hoffen. Ne, der Farbstoff muss raus. Obwohl wir da eigentlich die Wolle fertig machen können und ich brauche ja nur 6. Im Allgemeinen hier. Haben wir schon mal 3 fertig? Ja, oh, nice, danke. Können wir machen 6 auch noch. Danke. Wie gesagt, ich laufe jetzt hier eigentlich fast nur noch rum. Das soll ja eigentlich auch fertig werden mit den Geothermal. Zumindest ist hier Geothermalgenerator haben. 11 Stück, ey, das ist doch ungelogen. Oder zumindest, dass der automatisch befüllt wird. Da müssen wir einen Endertank noch erschaffen. So. Genau, Purple. Haben wir jetzt noch. Jetzt war das ja mal so. Machen wir mal gleich mal 2. Wo ist mein Minimumstone? Da ist er. 2 Enderperlen. Jetzt brauchen wir einen Tank. Upp. So, hier so ein Brautank. Braukesselchen. War das, glaube ich, so. Obsidian links und rechts. Jetzt weiß ich nicht, welche Farbkodierung es war. Und ich brauche ja noch 2 Lohnrouten. Oder ne, 4 brauche ich. Genau, 4 Lohnrouten. 1, 2, 3, 4. Aber ich glaube zu wissen. Ist hier ein Schmetterling drinne? Oder ist er oben auf dem Dach? Ja, der ist oben auf dem Dach. Ich glaube schwarz. Also ich habe glaube alles schwarz gemacht, beziehungsweise die hier eine grüne Kiste für Blätter. Oder Bäume sozusagen. Ja, schwatt wie die Nacht. Weil das jetzt noch um zu kodieren ist ja auch blöd, weil müsste ich in die Hölle gehen, das auch noch um kodieren ist ja Schwachsinn, hab ja schwarze Wolle. Hier müssen wir hin. Dum, 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 dum. Die kann auch schon mal hier rein. Hier, das kann auch noch da rein. Und schwarze Wolle. Schwarze Wolle, 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 Wolle. Da ist schwarze Wolle. Und ein Endertank. Dankeschön. So, jetzt bin ich überlegen. Wenn ich den jetzt hier drauf setze. Füllt er auf? Nein. Aber jetzt füllt er auf. Also hat er auf jeden Fall Strom. Für unendlich erstmal sozusagen Wolle 5. Wow. Wow. Das ist ja richtig super hier. Fäden. Links, rechts, das wären ja auch wieder richtig viele. So, die Wire, die können hier rein und... Ja, 6 Stück, ey. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg ehrlich einen Anfall, mit so wenig Kabeln am Auszukommen. Ich laufe jetzt pausenlos hin und her, also... Ich werde das sowieso fertigstellen, dann muss ich ja das Goodwife nachgucken, beziehungsweise dieses Dwarblade. Genau, hier kommt Lila dran, da kommt das dran. Hier kommt die Pipe zwischen. Ja. Füt, füt. Und dann können wir hier erstmal noch ein bisschen weitermachen. So. Und da können wir wieder warten. Ach ne, wir können die auch noch legen. Den hier, den hier. Ja, der fällt ja ganz weg hier, an der Stelle. Der kommt noch dahin. Der fällt weg.
Der kommt dahin. Und der kommt dahin. Ja. Weil ich ja einerseits von der Power und einerseits den Timer ja von der Seite immer mache. Also ist es okay, finde ich. Jetzt kommen noch Bundle Cable da lang und hier runter und dann läuft die Anlage schon, weil Endgates sind alle drin, sind alle passend eingestellt und dann sollte es auch laufen mit dem Programmieren. Beziehungsweise mit dem Ablauf hier. Da können wir auch schon mal was reinschmeißen zum Schmelzen. Das habe ich, glaube ich, hinten drin, ne? Ja, dann nehmen wir hier, komm. Wir nehmen das hier. Das Aluminium, das kommt da rein. Dankeschön. Zusätzlich. Die sechs Trichter, genau, die sechs Trichter. Da fehlen mir noch mehr. Moment, da ich ja noch mehr Trichter brauche und eine Endertruhe. Fällt mir gerade ein, da brauche ich auch wieder. Vier Stück, glaube ich. Vier davon. Ja, ich komme immer noch zu nichts. Zu nichts, zu nichts. Wie weit bist du hier? Fertig, danke. Hier bist du hinten. Auch fertig, danke. So. Und das rein, das rein. Das kommt jetzt gleich unten rein. Und nur eine Craften. Du weg. Und nun. Enderperle habe ich. Ich brauche jetzt noch ein paar Kisten. Holz da. Oh, wir können das mal ein bisschen Holz machen hier. Mach mal. Ja, mach mal ruhig. Schadet nicht. Sonst der Kisten. Kann man immer gebrauchen. Und dann brauche ich. Wie viel machen wir denn? Drei brauche ich allein nochmal für das Glas. Und dann machen wir nochmal 9 oder so nochmal drauf. Dann über Nias. Die Endertruhe, die in Farbe. Muss alles hier rein. Auch schwarz, ne? Ja, alles was Haupt ist, ist schwarz. Falsches Ding da. Blub, 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 blub. Obsidian. Na, erstmal da Obsidian. Schwarze Wolle. Da. Und die Enderperle. Da ist sie. Und eine schwarze Enderchest. Merci. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Hier so ein paar Dinger, so ein paar Slaps, ne? Oh, da knurrt mein Magen. Ich hab Hunger, sagt er. Ich nehme mal eine Treppe mit. Dann kann das getauscht werden. Oh, dieses Gooding, das hält gar nicht unendlich. Ich dachte, das hält unendlich. Naja, ist auch egal. Kostet ja kaum, also ein bisschen Eisen, ein bisschen sowas. Das geht ja noch vom Aufbau her. So, wo sind die ganzen Dinger hier? Da. Das heißt, ich muss einmal hier offen machen. Okay. Einmal da, richtig. Und einmal da. Auch richtig. Das hier dran. So. Muss ja natürlich irgendwo die Endertruhe hin. Besten setze ich sie jetzt hier hin. Stimmt gar nicht, ich muss sie einen dahinter setzen. Endertruhe. Der kommt hier drauf. Der kommt hier drauf. So, dann wäre schon mal der Ablauf da rein schon mal gesichert. Richtig, 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 genau. Und nun bin ich am Überlegen, machen wir das jetzt so. Manchmal kriegt man ja einen Anfall. Aber nur manchmal. So, so, so. Das können wir jetzt am besten so machen. Dann sind die nämlich alle dafür fertig.
Hier noch. Das heißt, alles, was jetzt hier drin landet, landet dann nachher wirklich da drin. Und hier werde ich, damit da nichts reinfällt, beziehungsweise da kann ja was reinfallen, das ist ja sowieso meine Hauptkiste. Schaut euch das ja ab, ich habe ja kein automatisches Lagersystem, welches ich damit crafte mit den Trichtern. Deswegen ist das schon so okay. So, das läuft. Dann kann ich hier noch eine Fackel irgendwie draufsetzen, damit es ein bisschen heller ist und freundlicher vielleicht. Und dann könnte man schon eigentlich hier zumindest Aluminium reinschmeißen, was ich sowieso nicht brauche. Rohaluminium, da kann hier noch ein Trichter hier dran. So. Schmeiß mal rein und brenn das Zeug. Wie wir sehen, ist das hier alles fertig gebrannt. Wir bekommen Aluminium und können es dann auf Aluminium gießen. Wie gesagt, dann habe ich zumindest den Testlauf und ich weiß, ob es funktioniert. So, den Trichter kann hier rein, genau. Da passt auch richtig rein. Weg, 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 weg. Eine Truhe bräuchte ich eigentlich nicht oben drauf sitzen, denn ich weiß immer nicht, wann ich wie viel da reinschmeiße. Es geht ja eigentlich nur ums Kies, um irgendwelche Rüstung, die ich finde, oder irgendwelche Schienen, die ich damit einschmelze, oder hier solche Gitter, wenn er die im abbaut oder findet. Also das geht nur darum, wenn ich irgendwie so ein Zeug finde, was ich nicht brauche direkt. Wenn wir mal reingucken, finden wir irgendwie Kies hier. Gib hier Kies ein. Ne, hat er nur reines Kies gefunden. Das meiste ist auch nur an der Oberfläche, deswegen. Wenn ich das mal zwischendurch finde oder so komische Klumpen, die kann ich auch mit reinschmelzen. Das ist eigentlich relativ egal, obwohl ich Silber nicht habe. 100.000. Top. Da muss mittlerweile auch ein Recycler dran. Wie viel hast du noch zu tun hier? Oh, jo, mach mal hin und ich schmeiße hier gleich wieder Wolle rein. Weil dann muss ich erst wieder Wolle vorbereiten. Ich muss gucken, wie gesagt, Screwdriver, ob das alles denn passt. So, rein mit dir. Und da können wir auch wieder paar, aber nur ein paar Kabel machen. Das war's schon wieder. Wolle rein. Ich hätte jetzt auch Overclocker-Upgrades machen können, aber warum? Obwohl, ist gar nicht schlecht, wenn ich das mal eben mache. Aber ich glaube, das ist wieder so teuer, ne? Overclock. So, wo hat er die Overclocker? Obwohl, Overclocker. Oh, wie heißen die denn? Heißen natürlich jetzt anders, ne? Upgrades, 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 Upgrades. Oder kann ich das unter Verbrauch suchen? Das hatte ich auch schon mal. Da, Verbrauch. Übertaktung, okay. Ah, da brauche ich Kühlungszellen. Da brauche ich Wasserzellen, okay. Wasserzellen und nochmal Zusatzeisen. Weg mit dir. Wie viele Rezepte habe ich denn noch? Ein paar habe ich noch. Wo ich denn Zinn? Zinnbarren? Da. Tin Ingots. Kotieren, danke. Leeren. Da mache ich nämlich gleich schon mal welche von. Ich krieg da den Rappel. So. Das soll schon irgendwie passen. Rezept hier rein. Nächste Seite. Vielleicht da oben irgendwo. Obwohl, habe ich IC2 Sachen? Nein, habe ich nicht. Das eine ist nur Yu-Yu-Meta-Rezepte. Die füllen wir jetzt mit Wasser und dann müssen wir die nochmal umcraften. Das dauert natürlich alles im Moment. Und glock, 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 glock. Schnarch, 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 schnarch. So, den Rest mache ich gleich alles per Hand. Ich werde jetzt ein bisschen länger machen, die Folge. Das heißt, wir speichern jetzt immer zumindest ein Rezept für Übertaktungs-Upgrades. So, jetzt brauchen wir nochmal Zinn. Teures Zeug hier. Das heißt, eine Wasserzelle in der Mitte und nochmal einmal drumherum kodieren. Rezept leeren. Danke. Tschick, tschick. Und da das Rezept. Dann kann ich nämlich auch da die. Ich wundere gar nicht, dass ich die Kabel habe.
Ich habe noch keine Rezepte für Kabel, ich habe nichts. Die Wolle, ja. So. Jetzt brauche ich Kupfer. Aber welches ist das denn immer? Da zumindest Kabel habe ich. Kabel. Eisen. Whetstone. Oh, sonst irgendwas? Antikühlungszellen. Waren das jetzt die richtigen oder muss ich die noch irgendwo reinpacken? Wasserzelle. Zelle. Achso, ich habe die jetzt nur hier reingepackt, alles klar. Da, mach mal hier. Mach mal drei, leg los. Also jetzt sind die 10.000er Kühlungszellen hier oben, weil das ja mit einer 10 ist. Da war jetzt noch. Was war denn noch? Achso, genau. So einfache Rezepte, die habe ich noch gar nicht hier drin. Weil ich das gar nicht mal das Material dafür hatte. Leeren. Das schmeiße ich direkt da rein und hier so Mecke, zack. Bin doch sicher, dass ich doch ein Rezept dafür gemacht habe. Naja, auch egal. Komisch, komisch, komisch. So. Dann sage ich mal, köfte mir mal davon ein Stück. Oder mach zwei. So, Übertaktung wird ganz unten sein. Hat die jetzt nicht gemacht? Ja, wo sind die jetzt gelandet, die Dinger? Hm, komisch. Komisch, wo sind die Dinger denn? Da sind so elektrische, ach ja, elektrische Schaltkreise. Mensch, bin ich denn blöd? Da sind die, genau. So, ach so. Das wollte ich jetzt auch noch kodieren. Deswegen etwas längere Folge. Und Kupferkabel. Das waren ja Schaltkreise, ich dussel. Und dann haben wir den Overclock-Upgrade. Da können wir auch sagen, leeren hier einmal. Nein. Vier Kupferkabel, oh. Das ist ja eigentlich nur so. Ach geil, man kann es unten reinlegen und kann es nochmal neu kodieren. Mit 3, genau. Genau so soll das sein. Nice, 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 nice. Vor. Da, Overclock-Upgrades, die können wir da reinschmeißen. Und jetzt müssen wir einfach nur sagen, machen wir mal hier so ein Upgrade. Das ist auch. Mit 1 kommen wir noch nicht weit. Ich werde dann vielleicht ein, zwei noch zusätzlich craften und die dann hier reinschmeißen. Damit er etwas schneller läuft. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin, euer FlashLP und tschüss.